Sauber, wie neu die Segel. Während die Segel von Kalima befreit werden, möchte ich euch kurz zeigen, was bisher geschah. Wir starteten am 15.10. in Lanzarote, Marina Rubicon. Über Fuerteventura und Gran Canaria erreichten wir am Sonntag, den 25.10. Teneriffa. Die Tage verrinnen mit Einbauarbeiten des neuen Wassermachers und der Solarpaneele, Einkaufen von Lebensmitteln und die Terminplanung für den Covid-19-Test im Deutschen Ärztezentrum haben oberste Priorität. Wir sind auf dem Weg ins Maskatal, ein absolutes Highlight einer jeden Reise nach Teneriffa. Natürlich haben wir auch den Pico del Teide unsere Aufwartung gemacht. Und irgendwann kristallisiert sich heraus, dass unser Abreisetag der 8.11.2020 sein wird. Wir sind in guter Gesellschaft, denn nicht nur die diesjährige ARC startet an diesem Sonntag in Gran Canaria, sondern auch das Vin de Globe-Rennen in der Biscaya. Unsere Pizza in Santa Cruz zum Abschied. Trinkgastmahlzeit. Jawohl. Entschuldigung, kannst du rausschneiden? Nee, wir schneiden hier. Hier wird überhaupt nichts rausgeschnitten. Oh. Außer ein Stück von der Pizza. Moin, lieber Oliver. Immer eine Handbreit Wasser. Gerne auch ein bisschen mehr. Endgültig werfen wir am 8.11. um 10.40 Uhr die Leinen in Teneriffa los. Als ich die Fender verstaue, kommt es mir gar nicht so vor, als lägen 3000 Seemeilen Transatlantik vor uns. Es ist eher so das Gefühl, wir machen heute Abend bestimmt irgendwo wieder fest. Es dauert einige Zeit, bis wir es realisieren, was eigentlich passiert. Wir sind schon ganz schön verrückt. Jetzt. Drei Stunden haben wir gut hinter uns. Die ersten drei Stunden? Die ersten 15 Meilen gefahren. Ja, so. Jetzt super. Gucken wir gerade nochmal nach dem Wetter, solange wir Satelliten empfangen haben, und gucken, wie die ARC-Flotte unterwegs ist von Gran Canaria aus. Und daher nutzen wir noch ein bisschen das Internet, bevor wir dann nur noch die Satellitenverbindung haben. Unser erster Sonnenuntergang. Wir haben für die erste Nacht das Cockpit eingehaust. Es ist ein richtig toller Wintergarten geworden. Und es ist gleich muggelig warm. Ich denke, da kann die Nachtwache sich nicht beschweren, dass es zu kalt wird.
Hier sind noch die Türen auf. Ich habe meine Wache gerade übernommen. 22 Uhr bis voraussichtlich 2 Uhr. Wir werden dann sehen, ob der Oliver in der Lage ist, Wache zu machen. Es ging ihm heute nach dem Abendessen wieder sehr schlecht. Er ist auch nicht fit. Das gefällt mir gar nicht. Das erste Mal in seinem Leben, dass er dickkrank geworden ist. Tja, da kann keiner was für. Ne? Der Seegang ist heute wesentlich weniger wie gestern. Wir sind jetzt in der dritten Nacht. Ich habe Peter und ich, wir fühlen uns pudelwohl. Es geht uns sehr gut. Das Schiff läuft mit jetzt in der Nacht so um die 6 Knoten. Es ist ganz recht, dass es heute mal nicht ganz so viel hackt wie gestern. Gestern hatten wir ja teilweise 22, 23 Knoten Wind. Und es war eine Welle von 3 Metern. Ich habe auf der Logge teilweise 10 Knoten gesehen. Im Schnitt haben wir 7 bis 8 gefahren. Heute Nacht wird es weniger. Wir sind bei 5 Knoten, 5 und 6 Knoten laufen wir jetzt. Es ist aber angenehmer, es überdonnert nicht ganz so laut und man kann sehr, sehr gut schlafen. Also das ist schon eine sehr gute Voraussetzung für eine erholsame Nacht. Blinder Passagier auf Deck. Klein, aber fein. Aber noch nichts für die Pfanne. Ein Tintenfisch. Die erste Goldmakrele. Ja, ich weiß noch nicht, ob das hier eine ist. Aber das sieht so aus, ne? Ich meine, viel goldener wird's nicht. Cool. Schick. So, wir fahren in die vierte Nacht. Wir fahren mit 5,3 Knoten. Ungefähr 10 Knoten Wind, einen leichten Strom mit uns. Der fünfte Tag auf See beschert uns ab Mittag Flaute. Die Maschine bringt 3 bis 4 Knoten Geschwindigkeit, füllt die Batterien und macht Warmwasser. Außerdem läuft der Wassermacher und ergänzt die Süßwasservorräte. Es ist schon ein beruhigendes Gefühl, Süßwasser selbst zu produzieren. Wir gehen nicht verschwenderisch mit dem kostbaren Nass um, haben allerdings auch nicht den Druck, unbedingt sparen zu müssen. Das nenne ich Luxus. Der Wind aus der Sahara beschert uns eine Wanzenplage. Die kleinen Biester findet man überall. Der Chef bereitet sich auf die Nachtwache vor. Ah, ist cool. Und draußen ist absolute Flaute. So kann der Ozean auch sein. Die Vorbereitungen zum Drohnenstart auf hoher See. Thank you.
Gegen 17.45 Uhr passieren wir dann einen 984 Fuß großen Frachter in 6 Meilen Entfernung. Den konnten wir sehen, ein Riesenteil über 900 Fuß Länge. Ansonsten ist es natürlich auch ganz erholsam, den Atlantik mal so zu sehen. Das ist tolle Stimmung. So, die tägliche Kartenarbeit wird erledigt. Ja, die Position einzeichnen. Von Teneriffa losgefahren, am 8.11. Und dann ja ein bisschen zickzack gefahren. Und jetzt ist der Wind wieder da und wir können Richtung Antigua schnurstracks fahren. Das Wetter ist heute etwas gräulich, aber nicht schlecht. Es ist wieder etwas Wind gekommen, 12, 13 Knoten. Ist gut, so kann es weitergehen. Genau, die Maschine hat uns durch die Nacht gefahren. Es war sehr still in unserer fünften Nacht. Nee, gar nicht wahr. Unsere sechste Nacht. Sechste Nacht. Man kommt also mit der Zeitrechnung hier an Bord schon mal durcheinander, weil die Tage verschwimmen so, die sind ausgefüllt mit allen möglichen Sachen, wo man eigentlich denkt, wo ist der Tag jetzt geblieben? Und schon geht es wieder in den Nachtmodus hinein. Jeder hat da so seinen Platz gefunden mit den Nachtwachen, das klappt wunderbar. Wir schlafen auch alle an sich recht gut. Wachrhythmus hat sich natürlich geändert, aber es klappt ganz hervorragend. Besser als ich dachte. Es ist eine ganz lange Dünung. Ich stehe hier im Salon, ohne mich festhalten zu müssen. Es ist schon Komfortzone, in der wir uns hier befinden, die wir am Einrumpfer nicht hätten. Die Batterien waren auf 78%, sodass wir vor der Nacht noch mal kurz die Maschine anmachen, um etwas nachzuladen. Gerade bin ich eingeschlafen. Da weckt mich Petra. Du musst unbedingt einmal kommen. Da ist ein Signal auf dem Radar, was mit über 20 Knoten direkt auf uns zurast. Was kann das nur sein? Schlaftrunken stürze ich auf die Brücke. Das AIS zeigt eine schnelle Annäherung auf 0 bis 100 Metern. Das ist Kollisionskurs. Der Zeitpunkt dafür ist mit 5 Minuten berechnet. In dem Moment kann ich kurz den Namen erkennen und rufe Büro Valet auf Kanal 16. Ich sehe ein rotes Positionslicht und 30 Meter darüber ein weißes. Ich kann die Lichterführung nicht so recht deuten. Jetzt muss es aber schnell gehen. Ich bitte über Funk, uns Achtern zu passieren. Und plötzlich sehen wir, wie 100 Meter vor uns die Positionslichter von rot auf grün wechseln. Hui, das war knapp. Zu der Verwirrung bei der Identifizierung beigetragen haben auch die falschen Angaben über Länge mit 20 Fuß und Breite von 59 Fuß. Ganz abgesehen von der Lichterführung. Im Moment der Annäherung hat Petra unser Segel mit dem Handscheinwerfer angeleuchtet, um uns bemerkbar zu machen. Dass es sich um einen Vendée Globe Racer von Louis Burton handelt, erkennen wir erst später. Ob er uns wohl gesehen hat? Oder hat er nur im letzten Moment reagiert? Wir werden es wohl nie erfahren. Das Iridium Go liefert uns alle 2 Tage über Satellit die Wettervorhersage von Predict Wind. Wir lassen uns immer Routenvorschläge machen. Es ist interessant zu sehen, ob die Wettervorhersage mit dem tatsächlichen Wettergeschehen vor Ort übereinstimmt. Nicht immer passt es im Detail. Bei der Gesamtbetrachtung muss ich jedoch sagen, haben die Wettervorhersagen uns auf jeden Fall vor größeren Überraschungen bewahrt. 8 Tage sind wir nun auf See. Nachdem Indigo Moon zunächst von gutem Wind vorangetrieben wird, sagt die Wettervorhersage vor uns liegende Flautengebiete voraus. Es scheint egal zu sein, ob wir den südlicheren oder den nördlicheren Kurs nehmen. Der Skipper entscheidet sich für die nördliche Route.
Nacht haben wir hinter uns. Wir haben ungefähr 20 Minuten Wind. Übrigens haben wir immer wieder festgestellt, wie schwierig es ist, die Wellenhöhe zu schätzen. So, die 13. Nachtwache ist gleich rum. Wir haben momentan ruhigeres Wetter mit ruhigerem Wind. Und eben hier drauf. Wir haben nur noch 16 Knoten Wind und fahren noch 5,2 Knoten. Das heißt, es ist die Welle auch schon deutlich kleiner geworden und wir haben jetzt eigentlich eine recht ruhige Nacht. Nur der Windpilot hier, der macht hier alle paar Minuten irgendwie ein Windshift rein. Das ist natürlich so ein bisschen nervig. Aber sonst geht's gut. Der Olli wird jetzt jeden Moment kommen, eine Viertelstunde, und wird mich ablösen nach nochmal 3 Uhr. Und dann ist die Nachtwache für mich vorbei. Ich bin auch müde und ich kann bestimmt gut schlafen. Der 15. Tag auf See hat begonnen. Das ist mein Ausblick morgens. Eine schöne Tasse Kaffee. Wie viel waren das gerade? 31 Knoten? Ja. Das war mit dem Regen, ne? Das war ja weiß. Um die Schiffe herum. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch diese Schaumkrönchen. Und dann die Brecher, die dann kaum übergehen. We'll be right back.
sind durch ein Unwetter geraten und sind praktisch 24 Stunden aus diesem Unwetter nicht rausgekommen. Es ist in keiner Wettervorhersage so gesagt worden. Wir haben plötzlich Winddreher von 360 Grad gehabt. Wir mussten in Richtungen fahren, in die wir gar nicht wollten. Wir hatten bis 36 Knoten Wind. Das Windproblem war gar nicht das große. Der Wind war so furchtbar stark nicht. Es waren immer so zwischen 20 und 35 Knoten. Aber die Welle war das. Und das Blöde war natürlich, dass das Segel das nicht in Geschwindigkeit umgesetzt hat. Dann kam noch ein Gewitter dazu. Das blitzte und zuckte überall. Rund um das Schiff rum knallten die Blitze. Gegen zwei war dann plötzlich wie Totenstille, war nix. Da war der Mond wieder da. Der Mond ist jetzt schon fast wieder voll. Und der machte ein richtig fettes Licht. Es war völlig, völlig verrückt. Und so ging das ganz gut durch die Nacht. Und wir liegen jetzt mit den Inseln gut auf. Das sollte jetzt gut klappen. Wir werden jetzt anderthalb Tage wahrscheinlich diese ruhige Situation hier, man kann das jetzt hier hinter mir sehen, und wahrscheinlich haben, wenn nicht wieder irgendein Gewitter dazwischen kommt. Ja, wir fühlen uns jetzt richtig gut. Die Maschine läuft natürlich, drückt so ein bisschen. Wir machen unseren eigenen Fahrtwind sozusagen. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Kaffee. Oh ja, das ist ein großer. Das ist eine Goldmakrele. Das ist noch eine zweite. Der holt sich jetzt gleich den Köder, pass auf. Jetzt haben wir doch den Mahi-Mahi. Das ist ja ein Wahnsinnsteil. Cool. Glückwunsch. Das sind ein paar Kilo, ne? Das ist ein Abschluss, Kerle. Der Abschlussfang. Da haben wir auch Antigua noch ein bisschen was zu futtern. Das wird was. Den biegen wir jetzt mal. Vom Feinsten. Schaffen wir heute nicht. Schaffen wir nicht, werden wir aber einfrieren. Ja. Denn der Froster ist ziemlich leer. Ja. Passt. Naja, und dann ist da plötzlich die letzte Nacht auf See. Völlig unspektakulär, ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. 24 Tage auf See. Eher zu wenig als zu viel Wind. So könnte eine erste Wetterbeschreibung für den Turn lauten. Es sind noch 10 Meilen bis nach English Harbor. Freeman's Bay werden wir ansteuern. Wir sind schon sehr aufgeregt. Wir haben die gelbe Kuhflagge gesetzt und werden dann zum Ankern in die
Bucht einlaufen. Vielleicht vermissen wir dann das Freie auf See. Wir sind mal sehr gespannt, wie das ist. So richtig vorstellen können wir uns das noch nicht. Tja, wie wird das sein, wenn wir an Land gehen? Ja, in circa 2 Stunden werden wir wohl den Anker fallen lassen. Die Customs haben dann schon geschlossen, das heißt, wir müssen morgen einklarieren und dürfen dann so lange jetzt das Schiff noch nicht verlassen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Wir haben alles an Bord, wir werden erstmal schön kochen und ein schönes Glas Wein trinken. Das Schönste ist ja immer das Ankommen. Plötzlich Land zu sehen, es ist einfach ein Gefühl, das lässt sich nicht beschreiben. Heute um, weiß ich, vor 8 haben wir das erste Mal gesagt, da unter den Wolken, da könnte eventuell Land sein. Und dann haben wir mit dem Fernglas geguckt und tatsächlich, dann zeichnete sich da so ein kleines bisschen die ersten Hügel von Antigua ab. Das war schon ein tolles Gefühl. Die Stimmung ist auf jeden Fall hervorragend. Wir fühlen uns alle gut, wir sind alle gesund. Vor allen Dingen, was mir am Herzen gelegen hat, ist, dass sich keiner verletzt hat. Das ist immer meine größte Sorge. Durch rumfliegendes Tauwerk, durch irgendwelche Schäkel, aufgerissene Füße und so weiter, nichts ist passiert. Wir sind auch immer sehr, sehr konservativ unterwegs gewesen. Wir haben segelstellungsmäßig auch keine großen Experimente gemacht. English Harbor, Freeman's Bay. Wir sind angekommen. Unser Ankerplatz befindet sich bei Nelson's Dockyard, dem größten Nationalpark Antiguas. Wie es nun mit Indigo Moon und uns in der Karibik weitergeht? Über Satellit haben wir schlechte Nachrichten von zu Hause bekommen. Aber was das für uns bedeutet, schildern wir in der nächsten Episode. Bis dahin, bleibt alle gesund und empfiehlt uns weiter. Eure Mola Molas. Klappe die erste. Ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Segeln macht Spaß. Genau. Mein Hobby.